Willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within. Jetzt geht's endlich weiter. Wir sind im Sodder- und Gemoddergewölbe, wie auch immer. Wir dürfen dem Strom auf jeden Fall hier nicht zu nahe kommen, sonst wird Basti gegrillt. Irgendwer zappelt hier noch irgendwo rum. Oder? Hallo, Augensymbol? Ey, aber wo kommst du denn her? Oder wo kommt ihr denn? Ja, Sebastian, da hat's dir den Kopf weggefressen. Aber auf jeden Fall richtig geil. Heilige Scheiße. Habt ihr gesehen, wo der herkam? Ich hab nicht gesehen, wo der herkam. Hat ihn einer von der Decke gekackt oder was war da los? Na, scheißegal, den pumpe ich jetzt mit der Schrot weg. Scheißteil. Wo kam das denn her? Ah ja. Na dann komm mal her. Freundchen. Immer noch nicht tot? Du Scheißvieh. Ah, ich hab schon gedacht, jetzt ist er nicht tot. Kann doch nicht wahr sein. Der muss irgendwo von hier oben ausgeschissen worden sein. Tut mir leid für meine Wortwahl, aber es ist ja nun mal so. So, den Jungen pumpe ich da auch mal runter. Er steht nochmal auf. Oh, er ist sehr gelenkig. Ja. Kleine Schüsse in den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Und wenn du keinen Kopf hast, kannst du nicht mehr denken. Ist der nächste Klon. Was spielst du da? Im Kreis tanzen Sommer Sebastian. Wie oft ballerst du denn hier daneben? Ja, ein Kopf hat er noch. Das war knapp. Hier komme ich auf jeden Fall nicht rein, wenn ich mich ducke. Muss irgendwo noch einen Generator überbrücken. Ist er hin? Nee, er ist nicht hin, oder? Er steht nochmal auf. Ja. So, das war's jetzt aber. Verdammte Scheiße, wir haben bald gar keine Schuss mehr für die Pistole. Dann ist die komische Platte für den Verteilerkasten, ich sehe schon. Basti, lad mal die Schrot nach, ich brauche hier noch einen Schuss. Ganz toll. Verdammte Scheiße hier. Alles klar, habe ich mir schon gedacht. Oh, was kommt jetzt? Ja. Hau mal bitte ab. Du sollst abhauen. Ich hab dir gesagt, hau ab. Ich hab dich gewarnt. Gott sei Dank, da lag nochmal Schuss für die Pistole. Kann ich hier so einfach durchlaufen? Tatsache. Na, wo ist hier noch wer? Was willst du denn? Du willst hier einen Maxen machen, aber nicht mit mir. Oh, wow, wow. Alter Falter, waren es die letzten Zuckungen oder hatte der einfach nochmal Bock, uns zu beißen? Waren das die Jungs, die ich klar gemacht hatte? Ich fackel die nochmal ab. Ja gut, wie dem auch sei, ja. Ich werde ja nochmal zurückgehen. Vielleicht ist ja hier irgendwo doch noch was ich nutzen kann. Oh, scheiße. Das war knapp. So, weg mit deinem hässlichen Kopf. Wie viel Leben haben die denn?
Aber irgendwann ist auch mal genug, ja? Ich werde mal wieder zum Revolver greifen. So, hier ist auf jeden Fall Gel. Hier können wir auf jeden Fall am Rad drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Sebastian, komm, gib alles. Los, eine Umdrehung noch. Jawohl. So. Na, da kommt schon wieder einer. Nee, komm. Hau ab. Ja, Waffenwechsel lohnt sich auf jeden Fall. Wie viele Scheißviecher kommen hier denn? Und kein Kontrollpunkt. Das heißt, wenn ich einen Fail gehabt hätte, hätte ich alles normal machen können. War das einer von den beiden Piloten, die hier vorne auf dem Boden lagen? Irgendwo ist immer noch einer. Da ist er. Du machst ja ganz tolle Geräusche. Das kann ich auch. So, Basti, komm, wir werden uns mal kurz die Schuhe wärmen. So, das sollte reichen. Dann geht's auch endlich weiter. Was für eine verdammte Scheiße das da unten war. Mal die Funzel ausmachen. Ist ja hell genug. Ja, gut. Kontrollpunkt. Sehr schön. Und hinter uns ist natürlich der Weg zugegangen. Lasst uns raus. Wir haben noch was vergessen. Was ist das denn? Gar nichts, oder? Wehe, das explodiert, wenn ich da vorbeilaufe. Ey, dann ist was los. Oder kommt hier irgendwo ein hässlicher Chemie-Glitchy vor eine Decke gefallen? Augensymbol. Ja, ja, war ja klar. Doc Ock, alles klar. Komm, Basti. Lass uns los, Mann. Na, geht doch. Ich glaube, das war der Boss. War irgendwie eine Mischung aus Venom von Spider-Man und Dr. Octopus. Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Na, wahrscheinlich. In einem Scheißhausnest sind wir gelandet, Sebastian. So viel kann ich dir schon mal dazu sagen. So. Da oben geht's wahrscheinlich weiter, oder? Dafür habe ich jetzt ein Streichholz verbraten. Wenn hier wenigstens noch eine Statue wäre. Nee. Na egal. Ey, scheiße, Mann. Ich habe bald keine Munition mehr für den Revolver. Ja, aber Streichhölzer liegen hier rum. Ganz toll. Dem Ding kann ich auch keine verpassen. Ist da unten was drin? Nee. Gibt mir Munition. Hier umsonst liegt hier keine Munition. Auf jeden Fall ist hier ein Spiegel und ein Haufen Munition. Und ihr wisst, was das heißt. Mir wird versucht, der Arsch aufzureißen. Oder mir wird der Arsch aufgerissen. Oder es wird auf jeden Fall versucht, dies zu tun, wie auch immer. So, die schöne Musik ist wieder da. Was? Kein Tagebucheintrag? Aber ein Kartenfragment. Kartenfragment 27. Jetzt finden wir alle hintereinander, oder? Ist ja was ganz Neues. Naja, gut, wie dem auch sei. Ist hier noch irgendwas drin? Wir lauschen der schönen Musik und begeben uns in die Anstalt. Ja, es ist doch toll, zu Hause zu sein. Sieht das hier nicht toll aus, Basti? Also der Innenarchitekt hat hier ganze Arbeit geleistet. Das sieht hier sowas von echt schön aus. Ist die Krankenschwester da? Nee. Die ist gar nicht mehr da, oder wie?
Die ist weg. Sie ist endlich weg. Wahrscheinlich hat sie sich beim Nägelmachen verletzt und ist jetzt irgendwo anders und lässt sich dort behandeln. Ja, wer sich hier 100.000 Mal am Tag die Nägel macht, dann ist ja klar, dass da irgendwann mal was kaputt geht. So, was haben wir denn hier Tolles? Irgendwas, was wir mitnehmen können. Ich weiß gar nicht, kann man eine Spritze nehmen? Ne, davon haben wir auch vierer. Da oben habe ich noch zwei drin, aber ich glaube, ich kann ein Schließfach öffnen, oder? Sebastian, würdest du bitte... Ja, genau. Super Mac. Können wir auch alle mitnehmen. Wahrscheinlich werden wir die auch alle brauchen. Ich werde nochmal schnell auf den heißen Stuhl flitzen und die Feuerrate vom Revolver erhöhen. Das ist dringend erforderlich. So, mal wieder ein paar Nägel in den Kopf gerammt von Sebastian und jetzt geht's los und zwar Feuerrate. So, Stufe 3. Und Stufe 5. So, Stufe 6 kostet 7000. Dazu fehlt uns noch ein bisschen Glibber. Können wir noch irgendwas reißen? Magazinkapazität? Könnte auch nicht schaden, ja? Wären 7 Schuss drin. Oder Genauigkeit. Ja, ich mach mal einen Schuss mehr. Und machen wir noch Genauigkeit. Oder? Können wir noch... Nee, nee, jetzt habe ich mich verdrückt. Können wir noch was erhöhen? Ah, ich werde demnächst auf jeden Fall die Magazinkapazität erhöhen. Feuerrate ist ganz okay, wie ich finde. Genauigkeit mache ich jetzt noch. So. Ja. Dann hätten wir mal auch fast alles ausgegeben von der grünen Gritze. Geht's wieder raus. Und ich hoffe, es kommt ein Kontrollpunkt vor dem Kampf. Nochmal alles nachladen, was geht. Alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich auch mit. Wir sind bis an die Zähne bewaffnet. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein wenig Munition für die Harpune herstellen. Definitiv. Explosivbolzen. Frostbolzen könnte auch nicht schaden, wa? Ah ne, komm, das lasse ich erstmal. So, was gibt's hier noch Tolles? Hier ist auf jeden Fall ein Generator. Und ein Kontrollpunkt wurde gemacht. Das ist doch toll. Hier ist irgendein Schalter. Scheiße. Das ist im Arsch. Ja, auf jeden Fall, Basti. Hier können wir irgendwas einsetzen. Hier gibt es eine große Tafel und eine kleine Tafel. Und eine Tür, wo wir nicht rein können. Das Ding ist im Arsch, aber die Lampe leuchtet doch grün. Warte mal, ich habe zwei Platinen gefunden. Hier fehlen drei Felder und da hinten fehlt ein Feld. Ich bretter erstmal hier was rein. Ach so, ich könnte hier was rausnehmen. Okay, jetzt habe ich drei. Dann würde es ja passen, oder? Okay, das sind verschiedene Stücken. Mhm. Ich nehme erstmal das. Wie drehe ich denn das? Das nicht drehen? Ich hätte gedacht, ich könnte das drehen. Okay, das ist grün. Dann nehme ich mal das. Jetzt ist das auch grün. Das kann aber nicht hinhauen, oder? Der Lift ist noch rot. Ja. Ich muss mal nochmal rausgehen.
Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Ja, total, Sebastian, auf jeden Fall. Elektriker erster Klasse, aber was mache ich denn jetzt hier? Hier kann ich gar nichts machen, okay. Also, ich muss auf jeden Fall irgendwelche Dinger da einsetzen, damit irgendwelche Lampen leuchten. So viel ist schon mal klar. Der Lift, das Lämplein, das war rot. Das muss auf jeden Fall irgendwie grün sein. Kann ich jetzt hier an der Kurbel drehen? Tatsache. Was zum Geier ist das? Ganz toll. Na, warte mal. Okay, wir hätten das fette Scheißteil erstmal kurz weggesprengt. Okay, das war scheiße. Aber er hinterlässt auf jeden Fall Munition. Ich hole mir mal meinen Sprengpfeil wieder. Na? Ah ja, da oben sind irgendwelche Löcher. Irgendwelche Larven. Hilfe! Larvt euch weg! Was macht ihr denn da? Bauchklatsche? So, wo ist das Scheißteil? Da sind schon wieder die Larven. Larvt euch weg! Ihr kriegt mich nicht. Oh. Okay. So läuft das Spiel also. Aber ich habe ihm schon gut Damage zugefügt, wie ich finde. Also wenn er nochmal runterkommt, dann verpasse ich den noch ein paar mit der Armbrust. Ist er da vorne? Was ist das denn? Ein Scheißhaufen, wo deine Larven rauskommen? Larvt euch weg. Ja, ich weiß, Sebastian. Deine Ausdauer ist natürlich nicht vom allerbesten Zustand. Nichtsdestotrotz. Okay, die hinterlassen also Schuss. Das ist toll. Ich werde mal schnell eine Spritze nehmen. Ach, scheiße. Aber das Vieh hängt irgendwo da oben in einem Loch drin, ne? So viel ist sicher. Ich muss es, glaube ich, nur runterschießen. Wenn ich es mal finde. Naja. Naja. Basti, du hast da was am Kopf. Mensch, wo ist es denn? Ja, deine Kacklarven kannst du dir sonst wohin stecken. Ich finde das nicht. Die Larven finde ich. Und immer wenn ich eine abknalle, kriege ich Munition. Ah ne, ich nehme noch keine Spritze. Wo zum Geier ist das Teil? Oder gibt es hier irgendeinen Schalter, den ich betätigen muss? Kann ich mir nicht vorstellen. Hängt
das Ding irgendwo da oben drin? Müssen wir mal die Löcher angucken. Und das vielleicht hier oben? Da ist es. Oh, scheiße. Es kam irgendwo von unten. Ich glaube, das war in dem Haufen da drin, war. Aber da bin ich doch vorher schon mal rübergerannt. Verstehe ich nicht. So, friss das. Und das. Du Kacklarve, ich habe ihn vorher auch drei verpasst, oder? Oh, Sebastian. Oh, Mist. Okay, er ist jetzt da hochgegangen. So, ich habe den zweiten Pfeil auf jeden Fall wieder intus. Die Kacklarven wieder, okay. Mann, Spasti, nicht die Lampe anmachen. Da ist er. Okay, jetzt habe ich das Schema raus. Oh, Mensch, Sebastian, ey. Komm schon. Nee, das war's, glaube ich, noch nicht. Ich werde erstmal noch ein bisschen Munition herstellen müssen. Okay, jetzt kennen wir aber das Schema. Da, wo es raussabbert, da ist er auch drin. So, nochmal eine Spritze in der Vene gedrückt. Oh yeah, die gute Spritze. So. So, du Scheißvieh, in Vergessenheit geraten. So hieß auf jeden Fall die Trophäe. Okay. Da müssen wir lang. Ja, wenn man nicht weiß, wie man das Teil machen muss, ja, dann muss man erstmal sich ausprobieren. Aber jetzt habt ihr ja gesehen, wie es geht. Also, wenn ihr auf die Larven schießt, kriegt ihr Munition dafür. Und da, wo es aus einem Loch sabbert, da ist das Teil auf jeden Fall drin. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne hier noch was mit der Schalttafel machen. Kann ich den Generator in Gang bringen? Ich versuche das jetzt mal. Gut, der ist in Gange. Aber ich muss doch irgendwas mit den Dingern hier machen. Also ich glaube, das muss hier hin. Das muss dahin. Und das muss dahin. Aber es ergibt ja gar keinen Sinn. Der Lift war ja schon an, ja? Ich muss irgendwie den Strom darüber kriegen. So, jetzt wird der Lift an.
Elektriker-Lehrling, noch eine Trophäe, auch geil. Okay, jetzt habe ich irgendwas richtig gemacht. Die Frage ist nur, was? Was habe ich denn jetzt richtig gemacht? Der Lift ist an. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ja, kurbeln. Ich kurbel jetzt einfach nochmal. Ihr habt ja gesehen, alle Lampen leuchten. Ah ja, jetzt ist die Tür hier auf. Eieieiei, ein Secret-Raum. Toll. Na, das ist ja schick. Na, die Schrot, die haben wir gar nicht gebraucht, war Basti. Nochmal 1000 Glibber immer mitnehmen. Was denn, deswegen haben wir jetzt den Raum hier aufgemacht? Wegen Munition und grünem Gel. Nicht mal eine Statue gibt's. Oder kann ich eine runterschießen? Nee. Naja, gut, egal. Dann erstmal ab rein in den Lift und dann fahren wir erstmal wieder hoch. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Aber so schwer war das mit der Tafel gar nicht. Ja, zudem könnt ihr die Sachen oder diese Plättchen da gar nicht drehen. Das heißt, eins passt auf jeden Fall nur an eine bestimmte Stelle, sodass alle Lampen leuchten. Also das ist eine Sache von 1-2 Minuten ausprobieren. Wenn man sich nicht ganz glatt anstellt, so wie ich das ja manchmal tue. Ah ja, das ist der Zug, von dem Basti gesprochen hatte. Ja genau, der führt jetzt über diesen Abgrund. Wir waren ja vorher da hinten mit Joseph oder ganz da hinten in irgendeinem Gebäude drin. Kontrollpunkt. Ja, was machst du denn hier? Aber ich finde, wir finden ganz schön viel Gel jetzt im Verlauf dieses Spiels. Also jedenfalls in den letzten Leveln. Oh! Was ist jetzt los? Was, you? Was, you? Ja, nee, das wollte ich nicht machen, Basti. Ich kann auch nicht schnell laufen. Ja, nicht, dass euch jemand... Warum rennt er nicht weg? Da stand U drauf, hier steht Wall drauf. Ich kann wirklich nicht schnell rennen. Ich kann nur ganz cool hier lang laufen, zumal der Zug ja auch vielleicht bald einkrachen könnte, aber Sebastian, ist das egal. Oh nein. Ach, jetzt geht's auf einmal wieder, Basti. Zum Teufel sind wir jetzt wieder. So ein Scheißdreck. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir?
Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Willst du jetzt Mitleid von mir? Oh nein, nicht schon wieder das. Jungs, ja, wir haben gleich Spaß, ne? Auf jeden Fall haben wir gleich Spaß. Das kennen wir, glaube ich, schon. Das war schon mal so. Stecker ziehen. Eigentlich wollte ich den schon mal verbrennen jetzt, aber okay, gut. Dann ziehen wir den Stecker. Abwarten, hier wird sie hinten angestellt. So, Basti, komm, zieh den Stecker. Matrix-mäßig. Okay, du bist nicht mehr in der Matrix. Mal, wie viel hält er denn aus? Ich wollte gerade sagen, wie viel hält er denn aus? Ja, Kapitel 14 überlebt und die drei Jungs hätten wir auch aus der Matrix entrissen, wie dem auch sei. Wir hatten einen Fail, aber ich hatte echt viel Spaß in der Folge. Zudem gab es 2 Trophäen, noch einen Geheimraum. Was will man mehr? Und so lange wird das Spiel, glaube ich, auch nicht mehr gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das hat, aber egal. Gut, da lassen wir uns überraschen und ich bin mal gespannt, was uns als nächstes erwarten wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet zur nächsten Folge auch wieder ein. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Dann heißt es auch wieder Let's Play The Evil Within.